Hallo und willkommen bei Bernd in seiner Kochecke. Heute machen wir einen leckeren Nachtisch und zwar den Bountybecher. Bountybecher basierend auf dem Schokoriegel mit gleichnamigem Namen, Bounty. Ist ja Kokosnussprodukt, werden wir schön mit Ananas machen, die wir karamellisieren. Ihr werdet sehen, das wird ganz lecker. Ein kleiner Tipp an dieser Stelle, wenn ihr einen Nachtisch basiert auf irgendeinem bekannten Schokoriegel, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, es gibt ja Joghurtbecher, After Eight Becher oder eben auch Bounty, weil das mit diesem typischen Kokosnussgeschmack sehr intensiv ist, dann legt die vorher was ins Eisfach. Ja, wenn die Schokoriegel schon im Eisfach waren, bisschen angefroren, dann lassen die sich viel leichter verarbeiten, lassen sie schneiden, klein raspeln, dann wird das nicht so eine Schokomatsche, sollte die also auf jeden Fall tun. Die zweite Sache, die für uns wichtig ist, dadurch, dass der Bounty Kokosriegel dann so ein bisschen knackig ist, möchte ich auch die Ananas als Gegenstück ein bisschen knackig haben. Wir werden die also leicht in braunem Zucker karamellisieren. Gut, dann schauen wir uns mal Zutaten und alles an. Hier sehen wir das Material, was wir brauchen. Eine Pfanne am besten mit so einer leichten Antihaftbeschichtung, da lässt sich am besten drin karamellisieren, die Ananas. Wir werden die Sahne aufschlagen, das mache ich mit einem Handrührgerät. Eine große Schüssel, wo wir den Quark und die Zutaten eingeben. Einen Teigschaber und am besten ein gutes Messer zum Verarbeiten. Habt ihr alles zu Hause. Die Zutaten. Wir nehmen etwas braunen Zucker, ne, da können wir dann die Ananas karamellisieren. Ich würde hier keine frische Ananas nehmen. Frische Ananas ist in vielen Fällen toll, wenn er so Fruchtbecher und so macht. Aber dem Dessert mit einer Creme, gerade wenn ihr es dann karamellisieren wollt, kann so ein bisschen Bitternote in der Pfanne kriegen, würde ich nicht machen. Lieber die gezuckerte. Wir machen Sahne und Quark für die Creme. Ich werde ein 50-50-Verhältnis nehmen. Ich habe hier noch ein ganz tolles Ananaspulver. Das packen wir ein bisschen mit dem Quark rein. Na, dann kriegt der Quark schon ein bisschen Ananas-Grundgeschmack, das wird toll. Vanillepaste, weil einfach Vanille zu so einem Nachtisch super passt von der Geschmackskombo. Und die Bounties, die hatte ich ein bisschen im Eisfach, die sind jetzt ein bisschen hart, dann können wir die gleich toll verarbeiten. Hier haben wir die leicht hart gewordenen Bounty-Riegel, einmal in der Mitte so durch und zack. Ne, dann habt ihr schöne viele kleine Stücke. Ihr seht dadurch, dass es gefroren ist, matscht das jetzt auch nicht. Wunderbar, so machen wir es mit allen Riegeln. Die Ananas, ne, wir haben hier 5 Bounty-Riegel, ich nehme 5 Scheiben. Zack. So. Wunderbar, das kommt gleich in die Pfanne. Als nächstes kommt brauner Zucker in die Pfanne. Hier werden wir ein bisschen anschmelzen, damit wir die Ananas was karamellisieren können. So, ich habe jetzt den Quark hier auch in die große Schüssel gepackt. So, da packe ich direkt die Vanillepaste rein. Ein guter Schuss, ihr könnt natürlich auch von der frischen Vanille abkratzen, das was ihr gerade da habt. So, Ananaspulver. Super. Kleiner Schlag Sahne rein. Ah, jetzt läuft der Karamell. So, und die Ananas hinein. So, jetzt wird die Sahne geschlagen, während alles ein bisschen abkühlt. Ihr müsst darauf achten, dass die geschlagene Sahne nicht in was Heißes untergehoben wird, dann fällt die in sich zusammen. Das heißt, wann immer ihr einen heißen Fruchtsaft da rauszieht oder sowas, oder jetzt ein bisschen karamellisiert, ne? Da müsst ihr darauf achten, dass ihr eine kurze Abkühlphase habt. So, ich schlage mal die Sahne. Gut, fertig geschlagen. Ihr seht, die Sahne ist fest. Wird jetzt gleich unter den Quark gehoben und dann können wir anfangen zu schichten. So, wir heben jetzt die Sahne unter. Ich habe Sahne-Quark diesmal im Verhältnis 1:1. Denn wir haben ja einen schönen Crunch hier über die Ananas und das gefrorene Bounty. Da brauchen wir es jetzt nicht zu fest vom Quark, sondern da möchte ich es dann ein bisschen fluffig haben,
über die größere Menge Sahne. Ich denke, Mascarpone würde jetzt hier nicht so gut passen, weil wir sind ja eher im Karibischen. Na, wir machen jetzt so schön mit Ananas und Bounty. Da würde ich jetzt davon Abstand nehmen, hier so einen italienischen Mascarpone als Quarkersatz. Sondern entweder macht es mit Joghurt und Sahne oder mit Quark und Sahne. Na, das wäre dann so mein Vorschlag an dieser Stelle. Seht ihr ja mal die herrliche Creme. Da ist schön das Ananaspulver drin, da ist ein bisschen Vanille drin. Ah, das riecht sogar gut. Und das werden wir jetzt anschichten zusammen mit dem karamellisierten Ananas und dem geschnittenen Bounty. Und dann sehen wir uns die Becher mal an. So, wir schichten mal. Ein bisschen Bounty. Ein bisschen karamellisierter Ananas. Schön ein paar Crunchstücke dabei, das ist toll. Und die leckere Creme. Dann wieder ein bisschen Bounty. Ein bisschen Ananas. Ja, den auch. Und wieder leckere Creme. Wunderbar, ich mache den jetzt ein bisschen schön und dann gucken wir uns an. So sieht man hier den fertigen Becher. Toll, mit Bounty Ananas. Oh, ich freue mich jetzt schon drauf. Ich mache die anderen Becher noch fertig und dann sehen wir es nochmal zum Abschluss. Und hier sehen wir unsere 5 fertigen Becher schön angerichtet. Oh, lecker. Ja, sprechen wir über Ziele. Man kann halt mit den ganzen beliebten Schokoriegeln eigene Becher machen. Ein Bounty-Becher, ein Jogurette-Becher geht. Man kann sogar einen Mars-Becher machen, After-Eight-Becher. Da gibt es die verschiedenen Möglichkeiten. Ihr müsst euch halt immer einen starken Partner suchen, der geschmacklich dazu passt und ein bisschen Frucht reinbringt. Denn Schokoriegel sind schwer. Beim Bounty-Becher ist das einfach. Da nehmt ihr eine frische Ananas. Schon habt ihr die Frucht drin und die Süße und alles ist super. Bei anderen Bechern müsst ihr halt anders gucken. Ne? Jogurette kann zum Beispiel schön mit der Himbeer gemacht werden. Das funktioniert dann nach demselben System. Schön kalt stellen und dann ist das ein echter Genuss. So kann man schöne viele verschiedene Becher machen. Hier sehen wir nochmal meinen leckeren Bounty Becher. Da freue ich mich drauf. Der wird jetzt kalt gestellt. Man duftet ein bisschen Kokosnuss. Die Ananas riecht man jetzt nicht mehr so. Aber ganz leichter Duft ist da. Ihr könnt ihn natürlich auch mit Alkohol ein bisschen verfeinern, wenn ihr das rein für Erwachsene macht, ne? Da gibt es ja so ein bisschen Kokoslikör oder so rein für ein bisschen Bums. Riecht dann noch ein bisschen intensiver. Wichtig ist, den jetzt nochmal 2 Stunden richtig kalt zu stellen, dass die Creme hart wird. Und dann, wir machen es heute Abend zum Nachtisch nach dem Abendessen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und ich hoffe, ihr freut euch auch auf euren. Tschüss.